Interessant ist halt, dass man im Zug noch eine andere Zuggleise gesehen hat. Die sieht man jetzt hier aber gar nicht. Das ist halt auch irgendwie... Ach, da oben drüber vielleicht? Nein, ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn hier links? Haben wir da links vielleicht eine Kiste oder so, bevor ich jetzt unten rausgehe? Oder müssen wir sogar unten... Da mal hin hier? Ich glaube, hier unten müssen wir lang. Ich werde erstmal gucken, was da links ist. Vielleicht eine Kiste oder sowas. Komm, du Ninja. Stirb. Und das ist bloß keine Kiste, weil der könnte ja das droppen, was ich brauche. Okay. Also hier kann man wirklich gut das Ninja-Zeug farmen. Das ist sehr gut. Wenn wir mal was toppen würden, das ist ja unfassbar. Hallo? Hallo? Okay, wir müssen Poi Poi heilen. Poi Poi heilen. Poi Poi heilen, bitte. Ba, 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 da, ba. Aber wo bist denn du überhaupt, Prim? Ah, okay, da bist du ja wieder. Ba, 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 ba. Ba, 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 da, da, da. Vorstufe 6, yay! Yeah. Ein Schaden macht, also ich raff's nicht. Und Donnerschlag Stufe 6, der auch nur einen Schaden macht. Wieso kriege ich denn so wenig Schaden eigentlich? Das ist auch irgendwie verbuggt. Das kann eigentlich auch nicht sein, dass ich so wenig Schaden permanent kriege hier. Oder warte mal, habe ich Rüstungen an, die den Schaden verringern, den man hat? Nein. Nein. Nö. Komisch. Moment mal. Bin ja auch doof. Falsch geguckt. So muss ich gucken. Also da kann ich ja gar nicht anziehen. Okay, wir müssen also ausziehen. Okay. Nö. Nee, also tatsächlich nicht. Also das ist ja echt, das ist ja strange. Warum ich so wenig Schaden kriege, verstehe ich dann einfach nicht. Also gerade durch Zauber müsste ich eigentlich echt Schaden kriegen. Wenn ich so, dass meine Magie ab ja schon im endlos hohen Bereich ist. So. Kritisch getroffen, sehr gut. Gut. Komm, stirb. Oh Gott, das sind drei von denen. Alles klar. Laden wir uns mal eben auf. Dum, dum, dum. Ey, Poi Poi. Ernsthaft? Nee, ich treffe nicht ein. Ernsthaft. Was hat diese einen Armschienen dann scheinbar ausmachen, ne? Dass man halt alles ausweicht und nur Poi Poi einfach nicht.
Ach, hier ist wieder eine Türe zu, okay. Lass mal rein, ja. Alter, Poipo, du stirbst schon wieder. Was ist denn los mit dir? Mann, oh, das hört ja gar nicht mehr auf hier mit den scheiß Enten. Ich fand die Enten im normalen Team oder vorne, also im Original, echt sehr, sehr einfach. Und hier sind die echt nervig. Alter Schwede. So, geht doch. So, kann man hier rein? Nee. Okay, da war scheinbar ein Schalter, weil kurz hat das gestockt beim Laufen und jetzt ist die Türe weg. Alles klar. Da fallen wir runter. Ah, und hier auch, aber da kann man nicht hoch. Okay, alles klar. Was wir müssen hier lang. Kleine Kiste, okay. Na komm. Stopp, du dunkler Ninja. Und noch einer. Den kann man echt gut das Item droppen lassen, was den Ninjan droppt. Ich frage mich jetzt gerade nur, ob die Gegner bleiben, wenn ich jetzt hier durchrenne. Weiß ich halt nicht. Aber die Ninjan droppen eins, das weiß ich. Und Poipoi ist schon wieder gestorben. Was macht denn die? Oben immer runterfallen, ne? Ja. Okay. Hör auf zu sterben, Poipoi. Das würde uns schon eine Menge Kummer sparen. Oder wieso treffe ich den jetzt nicht? Was ist denn jetzt kaputt? Greif von hinten an und verfehle. Was ist denn das? Aber wo willst du jetzt hin, genau? So. Erwischt, würde ich sagen. Oh. Was? Die? Aha. Mit euch habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Welche Gerüchte? Aha. Nö. Okay. Yay, er ist nicht mehr zensiert. Also für diejenigen, die es nicht wissen, im Super Nintendo sollte er auch schon eine Kettensäge in der Hand haben. Haben sie dann aber aus irgendeinem Grund zensiert und haben ihm wieder Hammer gegeben. Oh, das ist ja cool. Das haben sie den dezensiert. Das ist ja cool. Okay. Einmal bitte das. Okay, der blockt alles. Das ist nicht cool. Nein, warte, welche Zauber sind jetzt gut gegen den? Oh Gott. Okay, warte mal, wir machen jetzt einfach mal irgendwas. Wir machen mal
That you? Und wir heilen uns mal eben. Oder 66 Schaden, immerhin. Wir machen jetzt nochmal Analyse Zauber irgendwie. Kann nicht sein, dass er keine Schwäche hat, der Typ. Okay, der hat auch nicht viel Leben. Der hat nicht mal 1300 Leben. Ja, lächerlich. Dann machen wir ja locker kaputt. Poipoi ist bewusstlos. Wir heilen Poipoi mal eben, weil sie stirbt gerade mal wieder. Ne, warte. Udine und das da, jawohl. Dann zaubern wir mal einen Schutzzauber, der unsere Abwehr hochzieht. So, wir probieren nochmal einen Analyse-Zauber. Vielleicht muss der Analyse-Zauber auch höher sein, damit ich dann einfach mal erkenne, gegen was er schwach ist. Vielleicht ist er einfach nicht hoch genug. Das kann natürlich sein. 540 Leben noch. Habe ich eigentlich Pech, oder? Komm, gleich neue Magiestufe. Yay, Jin auf Level 3. Wunderbar. Nee, also irgendwie... Wir machen halt einfach mal irgendwas. Wir machen jetzt mal Elektrozauber. Warum nicht? Ein Damage. Wow. Okay, dann machen wir mal wieder den Erdrutsch. Ja, komm. Da habe ich gerade eben irgendwie 100 Schaden gemacht. Und dann direkt im Anschluss nochmal. Das sind nur noch 70 Schaden gewesen. Okay. Jo, besiegt! Achievement! Wupp! Besiege die Höllenmaschine! Bravo! Sind wir geheilt? Ja. AG-Punkte gehen aber nicht hoch, alles klar. Und Bogenorb erhalten! Yay! Ja. Aha, okay. Das würde aber bedeuten, dass hier wahrscheinlich immer die Gegner dann drin sind. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich will dann nicht zum Tempel. Ich dachte, wir würden im Tempel auskommen. Ach, meine Erinnerung an dem Spiel. Was ist denn da los? Hier. Schon wieder der. Haben wir den nicht getötet gerade? So, an die Fische kommen wir ja nicht ran von hier aus. Hier in 50 Stufe. Da kommen wir dann wieder nach dort. Alles klar, ja, dann gehen wir mal hier hoch. Hä? Aber jetzt komme ich doch immer noch nicht in den Tempel rein. Ach, da unten ist die Tür. Oh, ich bin doof. Upsala. Okay.
Und ich loote. Gegenstand Gelee Royal. Yay! So, die machen alle Platz hier. Die Gremlin wurde geschossen. Jawohl, Papoy, jawohl. First Level Up. Und die Kiste. Ein Bonbon. Also da oben haben wir einen Gang nach oben. Da unten drunter haben wir auch einen Gang nach oben. Oh, ist das lang hier. So, okay. Ist groß hier auf jeden Fall. Hier links haben wir nichts, ne? Nee, okay, alles klein. Gehen wir erstmal den unteren Weg. Wow, was? What the hell? Wie schnell der ist. Okay, diese Schwerter droppen übrigens auch ein Item. Das kann ich auch schon mal sagen. Die droppen auch ein Item. Wenn man alle Items haben will, das natürlich, wenn man alle Items looten muss, dann muss man diese Schwerter auch töten. Und zwar so oft wie möglich, nach Möglichkeit. Ich glaube, hier im Tempel muss ich die sogar jetzt töten, weil nämlich nachher, wenn ich den Tempel gesäubert habe, wie in jedem anderen Tempel auch, ich vermute es jetzt einfach mal, ich weiß es nämlich ehrlich gesagt gar nicht mehr, kommen hier diese Gegner nicht mehr. Es wäre ja schön, wenn ich irgendwie mal zwischendurch... Warte mal, kann ich nicht eigentlich da einfach hochgehen und dann speichern? Ich möchte das mal ausprobieren, ich möchte erstmal gerne speichern, bevor das Spiel mir nochmal crasht. Wenn wir zwischendurch nicht einmal speichern können, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das würde ich gerne mal eben ausprobieren. Na komm, stirb einfach. So. Kurz mal ausprobieren, was geht. Passiert, wenn wir die Treppe jetzt hochlaufen auf den Tempel. Da sind wir doch eigentlich da, wo wir angefangen haben, oder? Also, ich hätte eigentlich keinen... Da hätte ich ja nicht hier direkt hingehen können. Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Mal kontrollieren. Wenn ich jetzt hier runtergehe, ja, dann komme ich doch da aus. War die Türe vorher nicht betretbar? Ich verstehe es gerade nicht. Panzerarmschienen, jawohl, wir haben schon wieder eine Armschienen bekommen. Jetzt haben wir die dreimal. Ja, Piper kann sie nicht tragen, weil sie gerade im Kampf ist. Alles klar. Machen wir erstmal das Ding kaputt. Dann sollte es jetzt soll's gehen. So. Okay, haben wir die auch für sie. Alles klar. Haben wir so nicht eins der Items. So, warte mal. Lass mich jetzt mal kurz. Ja, aber jetzt kann ich ja... Wieso bin ich hier nicht direkt dahin? Musste man zuerst in die Stadt? Okay, da haben wir das Imperium ja gehabt. Also den Imperator, besser gesagt. Aber dann kann ich ja jetzt hier wirklich speichern gehen, oder? Wäre vielleicht angebracht, weil das Spiel crasht so gerne so oft. Ja, ich glaube, das mache ich dann auch. Ich werde da mal eben speichern gehen. Sicher ist sicher. Wo kann man hier speichern? Da, nein, da nicht. Das ist Potos, das wäre verbannt. Pandora können wir speichern. Alles klar. Machen wir es auch direkt mal. Dip 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 d
Ja, kann man machen. Boah, haben wir viel Geld mittlerweile. Oh. Und Aktion, okay. Interaktion. そうなの?使いどころが難しいっていうか。おいらはこの魔法好きだよ。面白いの多いし。面白いって。けど、不思議なのは確かね。いたずらにはもってこいなのばっかだ。ポポイはすぐにいたずらのこと考えるんだから。けど、 実はルナ自体がいたずら好きだったりして。皆さん、私の魔法がいかがしましたか?あ、ルナ。ルナの魔法がちょっと不思議だなって話してたの。そうでしたか。月の光はとても不思議ですから、その魔法も自然とそうなってしまうのです。 僕?こんなにしっかりしてるルナがいたずら好きなわけないって。そうね。いたずらですか。ちょっと楽しそうですね。いたずら好きかどうか以上にすごく手強そうな精霊な気がする。オッケー。 So, wir speichern das jetzt auf diesem Spielstand hier. Ja. Ich habe ja auch nur drei Spielstände, das ist irgendwie auch voll bescheuert. Das sind weniger Spielstände als beim alten, als beim Original, ist auch wieder so. So. Ihr werdet jetzt hier einen kleinen Cut machen für die Leute, die das auf als Let's Play gucken auf YouTube, weil ich werde jetzt die zwei Rüstungsteile eben kurz farmen, von dem ich weiß, dass ich hier farmen kann da. Und ich glaube, das Grinden macht keinen Spaß zuzugucken als Let's Play, glaube ich. Das ist dämlich. Ja, und dann machen wir nachher direkt hier weiter. Wisst ihr Bescheid?